So, meine Freunde. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Hier ist irgendwas Blaues aufgeschienen. Jetzt bin ich gespannt, ob ich das von der anderen Seite auch sehe. Was für ein Alien. Bin ich gespannt, was das hier sein sollte. Das dürfte unterhalb liegen. Sehr interessant, aber das sehe ich hier nicht mehr. Gut, dann schleicht man sich mal hier rein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Däumchen hoch, dafür. Bewegung, los! Was denkst du dir dabei? Ja, was werde ich mir dabei denken? Gar nichts. Hast du die Verträge schon vorbereitet? Allerdings. Hast du die Verträge schon vorbereitet? Allerdings, alles klar. Ich würde sie mir gerne ansehen. Besonders den für diesen Herodes. Für diesen Herodes, okay. Herodes besucht regelmäßig das Badehaus. Gut. Das heißt, wie komme ich darüber? So runter, oder? Hallo, kannst du? Danke. Okay. Abracadabra, simsalabim. Wir sind hier ein nackter Mann. Was soll ich denn hier machen? Kann ich irgendwie anders kochen Sie, ja? Arresto will Eudoros wegen Plagiatsvorwürfen verklagen? Komme ich da auch rüber? Ja, ich komme hier auch rüber. Runter, eins rüber. Jetzt bin ich gespannt, wie das so abläuft. Meine Güte, er geht immer rauf. Ich will hier rüber, einfach nur rüber. Also wenn irgendeiner auf die Decke raufschaut. Ah. Wow. Ich liebe es, herzukommen. Allein das Gebäude ist die Reise wert. Sieh dir nur diese prächtige Decke an. Einfach. Hyros bellt seine Pferde schlecht aus. Das hast du deine Frau gesehen? Geistern verlassen. Ja, sicher besoffen. Ist alles zu deiner Zufriedenheit, mein Herr? Das Badewasser ist viel zu lau heute. Nicht mal das kriegst du hin. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Jo. Attentat. Hasta la vista, Baby. Das war mal ganz leicht. Ah, der Finger. Ich kann kein Blut sein. Ist zwar nicht echtes, aber. Puh. Stirb! Jetzt mach doch endlich! Verfluchen dich die Götter. Welchen Grund hast du, mich zu töten? Du hast meinen Sohn vor meinen Augen ermordet! Du bist ein Narr. In dem Tempel! In Siva! Dieses gottverdammte Drecksloch? Ich hatte nichts zu tun mit diesem Desaster. Es ist zu spät für deine Lügen. Anubis erwartet dich. Der Tod der Schlange war diesen kleinen Verlust wert. Die Schlange? Die Schlange wird niemals sterben. Sohn von Apophis, der Herr der Duat erwartet dich.
So. Eudoros, ermordet! Bei den Göttern! Er wurde ermordet! Oh ja! Seht nur das Blut! Aber er war doch so schön! Was? Es ist Eudoros, arme Seele! Wollt ihr schneller aussehen? Schaut so aus. Ach, Scheiße. Oi, das Mesomus Afrosinis. Der war wichtig. Einfach still und leise hinausgegangen. Ah. Flohgrisen. Yes, of course. Ende der Schlange. Level 11. Stufenaufstieg. Feine Sache. Die sind Bahnbebes. Lexon, Lexon. Lexon, Lexon hat er gerade gerufen. Ich hab's nicht verstanden. So. Was? Schaut so komisch aus. Was ist das hier? Dann schauen wir halt mal rüber. Was das hier ist? Hallo. Ich bin ja eine Biene. 60 Meter? Hast du ja schon 60 Meter? Willst du mich verarschen? Ah, da runter muss ich. Oi! Diese Misonos Afrosinis! Wer ist er denn? Grüß Gott. Alexandre! Aha, Rache der Poeten. Bayek! Endlich jemand, der mein Genie zu schätzen weiß. Mein Stück wurde konfisziert. Du ziehst Ärger förmlich an. Schlimmer noch. Sie haben alle meine Darsteller mit unter die besten Poeten Alexandrias. Sie sagen, falls ich das Stück aufführe, werden sie mich töten. Gib gut Acht, Phanus. Du bist sehr zerbrechlich. Halt dich an Schreiben. Ich suche derweil das Stück und die Darsteller. Gut. Wo sind diese Darsteller zu finden? Quests. Aber okay. Level. Dann gehen wir mal Eier suchen. Gehen wir mal Eier suchen. Yep. Also die ist ja in dem Turm drin. Weg da, alle in meinem Weg, Kinder. Was ist denn mit euch los? Du kannst vom Pferd runtergehen. So. Bewegung, los! Idiotin habe ich auch noch nicht gehört. Du bist eine Idiotin. Esperanza. Was ist hier hinten los eigentlich? Spring schon. Oran vulimi dimichanaste ina exeltis. Da. Bin ich gespannt, was uns erwartet. Und? Wow, was für eine Aussicht. Den Leuchtturm habe ich da auch noch nicht gesehen. Mein Liebster. Schmusen, schon wieder schmusen. Die Schlange und Gennadius sind tot.
Es war Eudoros. Er starb strampelnd im Badehaus. Wäre ich nur dabei gewesen. Meine Frau. Meine Frau. Alles klar. Leuchtturm von Alexandria, glaube ich, das ist es. Was ich schon Ewigkeiten suche. Das ist nur der Anfang. Okay, das heißt, es beginnt erst. Oha. Dee. Hey, ich habe mich schon gefragt, ob ich dich raushole. Dein Adrenalin und Blutdruck sind erhöht und das beeinflusst deinen Puls und deinen Hormonspiegel. Serotonin und Oxytocin ganz besonders. Was ist denn da drin passiert? Aya ist hier. Wer ist Aya? Ayeks Frau. Ich fühle ihre Anwesenheit. Du kannst sie fühlen? Das ist sicher der Sicker-Effekt. Außer Bayeks Erinnerungen erlebst du auch seine Emotionen. Nein, du Trottel. Ich glaube, sie ist wirklich hier in der Höhle. Haare haben sich dieselbe Gruft geteilt. Noch eine Mumie? Und wann melden wir das an Abstergo? Nachdem ich sie gefunden habe. Ich werde es melden, wenn du es tust. Diana, nein. Dann kassieren sie doch die Lorbeeren. Und ich bleib wieder außen vor. Okay. Da. Was ist denn? Der Sicker-Effekt führt mich zu Aya. Oh, klasse. Treibstoff für deinen Superheldenkomplex. Okay. Und wo gehst du nun hin, Aya? Der Geist. Sie ist da unten. Es wird Zeit für einen Todessprung. Ach du Scheiße. Tritt hervor am Tag und ich geleite dich heim. Mit wem redest du? Bayeksmo. Oh. Oh. Ich hatte recht, sie ist hier. Da bist du ja, Gott sei Dank. Hui. Ich kann fast das Blut schmecken. Oh, okay, du redest ganz schön wirres Zeug, Layla. Wir müssen Meldung machen. Noch nicht. Noch nicht? Wann dann? Ja, und jetzt? Tja, ich hab nicht vor, hier unten zu versauern. Sie kann gleich klettern wie er. Was hast du jetzt wieder vor? Klettern. Und das ist schwer, also sei still, okay? Schön. Sag Bescheid, wenn du oben ankommst. Ja, gerne doch. Bin ich jetzt oben? Nein, noch nicht. So. Junge Dame, es ist Zeit, dass sie hier... Wow, das war keine Absicht. Gleich wie Bike kann sie klettern. Ganz klar. Na komm, ab. Ich gehe wieder rein. Wo? Wieso? Ich habe eine DNA-Probe. Ich will in ihre Erinnerungen. Ich verstehe deine Aufregung, aber je mehr Risiken wir eingehen, desto schlimmer kann es enden. Jo, so ist es. Es geht um meinen Traum. Ich mache das auf meine Art. Kannst du einfach so runterspringen, ohne dass du dir wehtust? Junge Frau? So. Schauen wir doch mal ordentlich. Was tut sie? Rein. Ich gebe Ayas DNA in die Kammer. Die Sequenzierung wird dauern. Du kannst dich nicht direkt mit ihr synchronisieren. Logisch. Layla, du solltest noch etwas wissen. Wenn du unkontrolliert Gensequenzen zusammenmischt, wird der Übergang zwischen den Erinnerungen unvorhersehbar sein. Unvorhersehbar ist völlig okay für mich. Ja? Ich mache mir Sorgen. Das machst du immer. Keine Schmerztabletten mehr. Keine Schmerztabletten mehr. Keine Schmerztabletten mehr. Klar, möchte ich zum Animus zurückkehren. Ganz klar.
Gut, gut. Oha. Was ist denn? Die Schlange. Was, wenn er nicht der Letzte war? Natürlich war er der Letzte. Sie sind alle tot. Es ist getan. Wenn du noch Fragen hast, Apollodorus kann helfen. Er weiß alles. Und wo finde ich diesen Mann, der so viel weiß? Er ist bei Kleopatra, aber trifft zuerst einen Kontakt beim Hippodrom. Hey! Ich sage Phanos, dass Gennadios tot ist und treffe dich später. Genieß das Hippodrom und verspiel nicht dein ganzes Geld da. Nö. Schöne Aussicht. Irgendwann werden wir zu diesen Pyramiden kommen. Da ist dieser Turm. So. Eine wundervolle Aussicht hier. Kann man da irgendwie... Ja, da kann man da oben interagieren. Das machen wir jetzt auch mal. Ups. Bitte fall mir da nicht runter. Wahnsinnig geile Aussicht. Unglaublich. Weltkarte aktualisiert. Vlax! Sie erlauben die Kriogi im Nest! Oui! Diese Misonos Afrosinis! So! Keine Ahnung, was das war. Aber jedenfalls war's was. Amaxa erlaubnis Gagisteos! Ameliso! Ui! Ja, das war wichtig. Paraskevasmata tuta. Um eine Quest nachzuverfolgen. Ja, jetzt verfolge ich aber keine Quest nach, sondern will das hier nachschauen. Hey! Erbärmlich! Das wird einfach! Glaube ich weniger. Du kannst nicht fliehen! Da! Hephaebe! Dir kann ich doch reden? Hallo? Mein Gott, du. Ich bin nicht mehr da, Edgebitch. Hephaebe! Magi, den Göttern sei Dank. Ich habe seit vielen Monaten keinen mehr von euch gesehen. Was bedrückt dich, Mütterchen? Mein Sohn, Hephaebe. Er ist närrisch, läuft ständig davon. Er hält sich für einen großen Denker. Zed, schütze ihn. Er war in der Nähe des Strandes auf der Suche nach einer Höhle. Er sollte schon längst zurück sein. Dann werde ich ihn für dich finden. Danke, Magi. Okay, der Philosoph, was für Sie? Ich bring dich um! Ja, du bringst gar nichts. Oh, bring ich die um. Erst. Hasta la vista, Baby. So. Entschuldigung, in diesem Sinne. Yo, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, liebe Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und haltet die Ohren steif. Ciao, ciao.